Hallo, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Immer noch Sommer, immer noch Open Air Session. Heute habe ich die Ehre, eine sehr seltene kleine Italienerin zu präsentieren. Es handelt sich eine Bock-Doppelflinte im Kaliber 2070 aus dem Hause Beretta und hier um die berühmte ASE. Dieses Modell in der Doppel-E-Doppel-L-Ausführung. Davon hat es nur maximal 30 Stück gegeben, ist mit langen Seitenplatten versehen und hat goldenes Flugwild eingelegt auf beiden Seiten. Die Flinte ist mit einem Lauf von 71 cm oder 28 Inch ausgestattet, hat im oberen Lauf 3/10, im unteren 6/10, also damit ganz klar der Jagd geweiht. Diese wunderschöne kleine Flinte zeichnet sich durch eine hochfeine Schiene aus, die ventiliert ist, von Hand geochiert, und was mir immer besonders gut gefällt, ist, dass wenn der Vorderschaft diesen kleinen Absatz hat, damit kann man einfach mit den Fingerspitzen die Läufe bei so einem feinen und leichten Gewehr, denn die wiegt gerade mal 2,7 Kilo, ganz besonders gut führen. Die Abzugslänge ist mit 36 cm eher eine kurze. Man könnte mit einer stärkeren Kappe, die dann auch noch zu beledern wäre, die Abzugslänge sicherlich auf 37, maximal 37,5 cm verlängern. Aber das war's dann. Das Entscheidende ist, dass Sie auch hier ganz klar sehen können, dass die Flinte perfekt auf der Welle austariert ist. Das heißt also, über dieses kleine Holzkeilchen sieht man, dass sie schwebt exakt über der Welle. Sie ist minimal hecklastig, aber das ist das, was ich mir natürlich auch wünsche. Gebaut wurde dieses kleine Zaubergewehr im Jahre 1966. Also es ist ein etwas älteres Schätzchen, aber da sie aus einer Sammlung kommt, schließt sie wie am ersten Tag und ist als jungfräulich zu bezeichnen. Ich nehme sie mal ganz kurz auseinander, damit man auch den Stoßboden sehen kann, denn der ist immer ein Indikator dafür, wie viel so eine Flinte getan hat. Und was natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen ist, auch dieses frühe Modell hat schon den Flankenverschluss und ist von daher gesehen mit dem Querriegel auf der hundertprozentig sicheren Seite. Interessant zu sehen sind hier auch die kleinen Gasentlastungsschächte, die zur Seite führen und eben das System nicht belasten. Zur Originalität oder zum Proof derselben sieht man in den Banden eingeschlagen den Typ. Und wie gesagt, wir haben auf der einen Seite den Fasan, auf der anderen die Ente und auf der unteren Seite, naja, das ist wohl ein größerer Vogel. Vermutlich soll es ein Auerwild sein, aber so ganz genau kann ich das jetzt nicht identifizieren. Es könnte auch ein Grouse sein. Auf jeden Fall ist es sehr hübsch gemacht und hat wie alle High-End-Flinten von Beretta den durchbrochenen Oberhebel, selbstverständlich eine Sicherung. Und jetzt legen wir das Gewehrchen nochmal zusammen. Heute haben wir Trucker-Traffic hier, aber nichtsdestotrotz machen wir weiter. Sie ist crisp, schön, leicht, Kaliber 20, Most Wanted, und sie ist käuflich zu haben. Dass so eine seltene Schönheit ihren Preis hat, ist klar, aber nicht erschrecken, so schlimm ist es nicht. Zur näheren Auskunft können Sie mich gerne kontaktieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.